Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda. Das ist ein ganz besonderes Interview, nicht nur, weil wir damit ja das Jahr 2022 abschließen, sondern tatsächlich 34 Jahre einer Praxis und einer beruflichen Laufbahn eines Ehepaares, die viele von uns in der Region kennen. Trotzdem darf ich Sie kurz vorstellen, Dr. Ursula Steinert und Professor Dr. Markus Steinert. Und erstmal schön, dass Sie da sind und dass wir heute über diesen besonderen Moment in Ihrem Leben und beruflichen Leben sprechen. Vielen Dank, dass Sie die Zeit finden. Herr Professor Steinert, fangen wir mit Ihnen mal kurz an. Ich habe so ein kleines Vorgespräch jetzt nur gemacht. Wir sprechen auch darüber, dass Sie an die nächste Generation übergeben und in den Unruhestand, nenne ich es jetzt mal, gehen. Wie kam denn die Entscheidung überhaupt zustande? Ja, die Entscheidung ist eine langfristige Entscheidung, die wir schon 2016, 2017 gefällt hatten, dass wir die ganze Einheit in ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum überführt haben und wo man dann einfach auch leichter die Möglichkeit hat, Nachfolger zu finden und Nachfolger zu suchen und dann die Übergabe sozusagen schon harmonisch ablaufen kann. Und wir haben dann vor 2 Jahren schon Kontakte gehabt und das sind halt immer wieder Vorlaufzeiten. Und jetzt hatten wir ein halbes Jahr Übergang, wo wir das Ehepaar Dr. Kofler sozusagen nochmal hier eingeführt haben und auf den Stand, wie eben in der Praxis gearbeitet wird, sozusagen eingeschworen haben. Also wieder ein Ehepaar, so wie Sie ja auch. Lassen Sie uns doch mal so ein bisschen die Zeit zurückdrehen, Frau Dr. Steinert. Wo haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? Das ist ganz witzig. Im Anatomiekurs. Er war mein Student und ich habe aufgepasst, dass er nicht alles durchgeschnitten hat. Und er fiel mir auf, dass er so toll präparieren konnte, aber er kam immer zu spät. Und so hat sich dann durch eine Plänkelei eine Liebe entwickelt. Und wann kam die Entscheidung zu sagen, wir machen zusammen eine Praxis? Weil ich finde, das ist schon eine Herausforderung, wenn man eine Ehe miteinander meistern muss, ist das eine. Wenn man die berufliche Zusammenarbeit auch noch hat, ist das andere. Was gab denn den ausschlaggebenden Grund bei Ihnen? Also bei mir war es, dass ich immer in die Praxis wollte und mein Mann wollte noch sich habilitieren, an der Uni bleiben. Und wir haben uns dann ausgerechnet, vielleicht nimmt er später eine Oberarztstelle in der Nähe an. Aber kaum hatte ich mich niedergelassen, nach 2 Wochen wusste ich, dass ich schwanger bin. Und da ist mein Mann dann zurückgetreten, hat seine Habilitation hintangestellt und ist mir in die Praxis nachgefolgt. So, der Rest ist Geschichte, könnte man sagen. In all diesen Jahren ist ja ziemlich viel passiert. Was hat denn diese Praxis mit Ihnen als Mensch auch gemacht in all diesen Jahren? Vom Anfang hier, als Sie gesagt haben, okay, hui, dann springe ich jetzt ein, weil wir sind auf einmal eine Familie, bis jetzt, wo Sie sagen, ich übergebe. Ja, in erster Linie ist man ja, wenn man an der Universität eine Ausbildung macht und Facharzt macht, dann ist man ja erstmal Arzt. Und aber wenn man so eine Praxis führt, da kommt viel, viel mehr dazu. Da muss man Unternehmer werden, da muss man mit Mitarbeitern arbeiten, die Mitarbeiter führen und anleiten und ein Management letztendlich aufbauen, Finanzen regeln. Also das sind so ganz viele Dinge. Und in den ersten Jahren kam ja noch dazu, dass wir dann 2 kleine Babys hatten und die man dann auch noch nebenher aufziehen mussten. Und ja, das war schon ein gefüllter Arbeitstag. Da waren nicht selten ein 16-Stunden-Tag da. Und ja, das hat einen schon geprägt, aber eben immer der Wille, das voranzubringen, war ausschlaggebend. Gab es denn irgendwie bei Ihnen so eine Abmachung zu sagen, nee, also am Wochenende reden wir nicht über die Praxis oder Beruf bleibt in der Praxis und zu Hause, oder gab es das gar nicht? Arbeit ist Arbeit, muss erledigt werden. Die hupft nicht weg, ist kein Frosch, sagte meine Mutter immer. Und das haben wir auch am Wochenende gelebt, natürlich. Unsere Tochter, als sie klein war, war nachts um 11, als wir noch beim Diktieren waren, in der Praxis im Babysafe einfach mit dabei. Gab auch Kritikpunkte von Leuten, die das nicht gut fanden. Aber wir haben für uns als Familie entschieden, die Kinder leben mit diesen Eltern auch in dieser Praxis. Sie haben die Grundschule ganz in der Nähe besucht. Nochmal vielen Dank an Herrn Rektor Schmidt, der uns das ermöglicht hatte, weil wir vom Wohnort her in eine andere Schule sie hätten geben müssen. Aber da haben viele Leute mitgespielt und zum Familienglück beigetragen.
Jetzt haben Sie vorhin erzählt, Sie gehören zu einer der größten Praxen, nicht nur im süddeutschen Raum, vielleicht sogar deutschlandweit, die das anbietet, was Sie anbieten. Vielleicht können Sie es ganz nochmal kurz erklären und erläutern für die Hörer und Hörerinnen, die nicht genau wissen, was das Besondere, der USP, sagt man ja heute, dieser Praxis ist, auf was Sie ja auch jetzt nach 34 Jahren ziemlich stolz zurückblicken dürfen. Also zum einen ist die Größe die Patientenzahl, die im gesetzlichen Bereich, aber auch im privaten Bereich kommt. Und da sind wir einmalig groß, da gibt es fast nichts Größeres. Und dann die Anzahl der Ärzte, wie viele Mitarbeiter, die Größe der Räume und so weiter. Und dann das Spektrum. Wir machen die klassische Dermatologie, wir versorgen die Menschen, wir wollen die wirklich versorgen mit allen Hautkrankheiten, was eben so vorkommt. Dann operieren wir Venen. Wir haben natürlich ganz viele Laser. Das gehört auch ein bisschen zu unserem Fach, aber das haben wir spezialisiert. Wir operieren Hauttumoren und wir haben einen großen Standbein in der ästhetischen Medizin, also verschiedene Operationen, Lidoperationen, Ohren anlegen. Ich will jetzt gar nicht alles aufführen. Fettabsaugung vielleicht, Lipödeme. Und dann haben wir auch noch einen Zweig Proktologie, also Enddarm-Hämorrhoidalerkrankungen. Und dieses ganze Spektrum haben wir in allen Facetten. Es gibt praktisch nichts, was wir in diesen Fächern nicht machen. Ja. Ganz, ganz wenige experimentelle Dinge, die an der Universität laufen sollen, machen wir hier natürlich nicht. Aber alles andere wird hier angeboten. War das von Anfang an so geplant, dass das so groß wird irgendwann, oder kam das? Nein, das kam wirklich so. Das kam aus der Freude raus, dass man Spaß an der Medizin hatte und dann gesagt, ja, und jetzt haben wir das noch und jetzt müssten wir eigentlich das noch machen. Und dann, es wäre uns langweilig geworden, wenn wir immer nur das Gleiche gemacht hätten. Deswegen war einfach auch die Entwicklung so. Und dann einfach nur, dass man Spaß hatte an der ganzen Sache und dann immer weitergemacht hat. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Patienten und Patientinnen, die Sie seit Jahren ja auch hier haben schon und kennen, dass die ziemlich geschockt waren, als es heißt, oh Gott, mein Arzt hört auf. Andersrum, wie ist es denn dann? Vermissen Sie das wahrscheinlich auch, oder? Ja, sicher. Also diese vielen Gespräche, auch die Familien, die wir kennen, die Freunde, das wird sicherlich weniger werden. Man hat nicht mehr so viele Kontakte am Tag. Andererseits die Hektik, das Getriebensein, die Vorgaben durch die Politik, die vielen Vorschriften, man kann eigentlich nur Fehler machen, das werde ich nicht vermissen. Und andersrum gefragt, auf was freuen Sie sich denn jetzt? Also was machen denn Markus und Ursula in Zukunft? Reisen, eindeutig reisen, Sprachen lernen, neue Länder und neue Freunde kennenlernen. Und danach auch vielleicht etwas mehr Sport, etwas mehr auf die Gesundheit achten. Mein Mann hat noch seinen Pilotenschein. Das werden wir jetzt mal ausnutzen, ohne innerhalb von 2 Tagen wieder zurück sein zu müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für alle, die jetzt sagen, ja, vielleicht überlege ich mir das, Arzt zu werden, also Niederlassung, eine Praxis aufzumachen. Das bedeutet ja wirklich, fulltime eigentlich da zu sein, oder? Wie viel Freizeit hat man denn tatsächlich? Ja, man hat eigentlich nur so viel Freizeit, wie man sich selber erlaubt zu nehmen. Und das traut man sich häufig nicht. Ich habe ja noch, sie hat gesagt Flugschein, aber ich bin nun Leiter der Flugschule hier und habe Flugschüler. Das ist dann eine willkommene Abwechslung, die man immer wieder reinnimmt. Und dann natürlich, ja, wir haben auch Reisen unternommen, auch in der Vergangenheit, aber da sind wir jetzt ein bisschen entspannter. Das war halt immer 2 Wochen und dann mehr konnte man sich selten Zeit nehmen, musste man ja wieder da sein und da ist man jetzt hoffentlich entspannter. Hätten Sie was anders gemacht oder rückblickend, wenn Sie mal so in den Rückspiegel des Lebens gucken, auf das berufliche Leben jetzt hier betrachtet, gäbe es da was, wo Sie sagen, das hätte ich vielleicht doch anders machen können? Nein, ich bin vollkommen glücklich und zufrieden, wie es gelaufen ist. So soll es ja eigentlich im besten Fall dann sein, ne? Ich würde auch nichts ändern. Ich wäre genauso. Ich würde nichts anders machen. Genauso. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, jetzt ist es wieder ein Ehepaar, das hier kommt, Doktoris Kofler, die das Ganze hier übernehmen, schon da sind. Also es ist hier so ein fließender Übergang. Wie schwer ist es denn, so ein Baby wie das hier dann tatsächlich loszulassen und an Menschen, auch wenn man sie mag, trotzdem an ein anderes Ehepaar, eine andere Familie abzugeben? Also wir verstehen uns menschlich und auch medizinisch in unserem Denken vollkommen.
Von der Seite her wäre es natürlich schwierig, wenn jetzt jemand aus einer ganz anderen Stilrichtung hier einsteigen würde. Aber dadurch, dass so eine Harmonie besteht und wir sicher sind, dass unsere Patienten gleichmäßig weiter betreut werden, fällt es Loslassen leicht. Sagen Sie, was sagen Sie? Mir fällt es nicht ganz so leicht, aber das ist immer eine Diskussion zwischen uns auch, weil ich natürlich, das habe ich ja schon mal früher erwähnt, mich als akademischer Handwerker verstehe und mir fehlt es schon, das Arbeiten mit den Händen und einfach zu sehen, was man da entwickelt. Das war immer begeisternd und ja, aber ich habe die Möglichkeit, hier immer wieder mitzumachen und ich werde das auch nutzen und werde immer wieder mal noch da sein und dann die beiden Neuen begleiten. Aber mir fällt es schon ein bisschen schwerer, muss ich sagen. Und ich habe schon sehr viele Patienten, die mir ans Herz gewachsen sind. Ich erinnere mich, wir haben ja schon mal ein Interview miteinander gemacht. Wir beide jeweils getrennt voneinander übrigens haben diese Interviews gemacht und weiß eben, wie nah sie an den Menschen hier sind. Deswegen habe ich ja eingangs auch gesagt, man kennt sie sehr gut, man weiß, wer sie sind. Und kann mir also vorstellen, dass das nicht leicht ist. Wie sucht man denn so ein Ärztepaar, ein Nachfolgerpaar aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da ein Casting? Gab es da Bewerbungen? Also das ist ganz schwer, überhaupt jemand zu finden und so qualifiziert zu finden. Wir kommen beide aus der gleichen Medizinschule, kann man sagen, von der Universitätshautklinik Tübingen. Wir waren sozusagen die ersten der Lehrer, die unsere Lehrer ausgebildet haben. Und die beiden waren so die letzten. Und zwischendrin waren jetzt 34 Jahre, aber das hat sich eigentlich in der Mentalität, wie man mit den Patienten umgeht und wie man die ganze Medizin angeht, hat sich nicht so viel geändert. Und das hat uns erleichtert. Und wir haben ganz gezielt in der Universitätshautklinik in Tübingen gesucht. Und das hat dann auch unsere Muttergesellschaft, die Corius-Gruppe, die haben wir da instruiert und die sind dann gezielt auf die zugegangen. Ja, und dann hat es gepasst. Auf was achtet man denn da? Also fachlich ist das eine, das habe ich verstanden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und trotzdem menschlich jetzt nochmal, versucht man sich da auch anzutasten oder lässt man das erstmal weg und hofft, dass das einfach funktioniert? Also das hat wie Liebe auf den ersten Blick von Anfang an funktioniert. Da gab es jetzt keine Auswahlkriterien, blond, blauäugig oder besonders sympathische Stimme, sondern wir haben sie kennengelernt und wir haben uns sofort verstanden. Es haben Sie vorhin schon erzählt von den Plänen, die Sie haben. Also ich habe mitbekommen, Reisen, Flugschule, Zeit miteinander für die Familie haben. Gibt es trotzdem noch was, was Sie auch lernen wollen nochmal? Weil ich kann mir vorstellen, dass man als Mediziner, als Mensch, gibt es noch Sachen, die Sie lernen möchten, richtig, als Mensch? Sportlich, ja. Also ich möchte gerne mal Golf spielen lernen. Ich weiß noch nicht, ob mir es dann Spaß machen wird. Ich werde mein Klavierspiel wieder aufnehmen. Ich lerne seit 200 Tagen Portugiesisch. Man muss einfach ein bisschen im Kopf beweglich bleiben. So stillstehen, das möchte ich sicher nicht. Und was gibt es da bei Ihnen? Also Flugschule habe ich schon mitbekommen. Was gibt es noch? Also ja, ich fliege ja so ein bisschen halbprofessionell und das will ich auch noch wieder ausweiten. Das ist in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Flugschule ein bisschen vermehren, Autos schrauben und dann lerne ich auch Portugiesisch. Wir sind oft in Portugal und ja, und dann liegt es auf der Hand und vielleicht kommt noch eine andere Sprache dazu, mal sehen. Aber den Kopf bewegen ist das Allerwichtigste. Kann ich mir absolut vorstellen. Jetzt gibt es viele Menschen, die ein Familienunternehmen haben und irgendwann an diesen Punkt kommen, so wie Sie auch, egal, denke ich, in welcher Branche, dass man sagt, ich muss das Ding ja mal abgeben lernen und loslassen. Was raten Sie denn den Menschen in diesem Entscheidungsprozess? Wie lässt man denn gut los? Oder wann gibt es den richtigen Zeitpunkt? Spürt man das? Muss man sich als Paar vielleicht auch zusammentun, familiären Rückhalt haben? Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, deswegen frage ich so. Ja, aber wir werden alle nicht jünger. Man macht sich dann mal Gedanken. Am Schluss, wenn man die Nachfolge gefunden hat, ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Also wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, einen Punkt zu setzen, damit die Jungen auch eine Chance haben. Sonst stehen sie immer im Schatten und das funktioniert nicht gut. Von der Seite her
haben wir den Ratschlag beherzigt, wirklich einen Punkt zu setzen. Das dauert bei meinem Mann noch ein bisschen länger. Bei mir hat es irgendwann geschnackelt und ich wusste, jetzt kommt der Zeitpunkt und dann stellt man sich der Herausforderung. Sie haben ja schon gesagt, Sie werden ja auch weiterhin was machen dürfen hier. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass die Tür nicht ganz zugeht, oder? Ja, absolut. Also für mich ist es, dass ich meine manuelle Geschicklichkeit nicht verliere. Das wäre schade. Ich habe so lange an meinen Techniken gearbeitet, immer wieder verbessert, immer wieder mir was überlegt. Und es wäre schade, wenn das so plötzlich weg wäre. Und vor allen Dingen will ich es auch an die Nachfolger übergeben. Und man darf nicht vergessen, wir haben ja auch noch eine Tochter, die auch Hautärztin geworden ist. Die ist zwar jetzt nicht hier, die ist in Wiesbaden. Aber auch da sind wir immer in Kontakt. Und es ist ja auch eine schöne Sache, da viel weitergeben zu können. Also wir sind nicht raus. Hat sich also gelohnt, dass die Tochter im Babysafe, haben Sie vorhin das so bezeichnet, hier in der Praxis immer war. Sehr schön. So, das Jahr endet jetzt in ein paar Tagen und damit auch Ihr berufliches Leben in dieser Praxis im Biberach. Abschlussfrage, was wünschen Sie sich für 2023 erstmal? Viel Gesundheit und gutes Wetter. Für den Portugiesischkurs dann. Und Sie, Herr Standert? Also das Gleiche. Gesundheit ist das Allerwichtigste. Das haben wir ja erlebt. Ohne das ist alles gar nichts. Viele Anregungen. Und ich wünsche auch für das Land, dass es zur Ruhe kommt. Insgesamt, dass wir mehr Frieden bekommen politisch, was alles da ist. Wir sind ja im Moment in einer ganz besonders aufruhrigen Zeit mit so vielen Problemen. Und ich hoffe, dass das auch gesundheitlich, dass wir diese Corona- oder Covid-Krise endlich überwunden haben und dass das so langsam in ruhigere Fahrwasser geht. Dann kann ich mich nur anschließen und sage danke, dass Sie uns nochmal so ein ehrliches Gespräch am Abschluss gegeben haben und wünsche Ihnen beiden nur das Beste und bin gespannt, was man von Ihnen noch hört und sieht die nächsten Jahre. Ich bin sicher, dass wir uns nochmal begegnen werden. Dankeschön an Sie beide. Vielen Dank, Sabrina. Von mir auch. Vielen Dank. Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Gander.